Die russischen ADRs sind nicht mehr handelbar. Man soll sie eintauschen jetzt in russische Originalaktien. Es fragt sich nur jeder, wie das noch gehen soll. Welche Möglichkeiten hat man jetzt noch? Gibt's vielleicht noch Hoffnung, dass man die irgendwann mal doch verwerten kann? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es leider wieder um ein unschönes Thema. Es geht um das Thema russische Aktien. Die ADRs auf die russischen Aktien, und das ist ja das, was man bei uns mal handeln konnte, die sind vom Handel ausgesetzt, schon seit Anfang März eigentlich. Und dann hat aber auch noch die russische Regierung im April diese ADRs grundsätzlich verboten. Die russische Regierung hat verfügt, dass der Handel dieser ADRs an ausländischen Börsen eingestellt werden muss. Was letzten Endes jetzt dazu führt, dass die ADRs von den Betreuerbanken, also das sind zum Beispiel JP Morgan oder Bank of New York Mellon oder die Citigroup, die haben die ADR-Programme ja aufgelegt für die russischen Unternehmen und die müssen sie jetzt aber kündigen. Und das stellt die Anleger vor große Probleme. Darum ging es auch in meinem letzten Video zu dem Thema von Ende April. Und ich rekapituliere das jetzt nochmal ganz kurz. Also, der Anleger hat die ADRs, die er nicht mehr handeln kann. Das ist schon mal schlecht. Und die Banken kündigen diese ADRs früher oder später. Das heißt aber nicht, dass der Anleger daraus jetzt gar keinen Anspruch mehr hat. Also sie haben natürlich die Möglichkeit, dass sie sich dafür russische Originalaktien liefern lassen können bei der Kündigung. Und das müssten sie aber bei dem ADR-Betreuer, also eben Bank of New York Mellon, beantragen. Oder aber die Originalaktien, die dem Ganzen zugrunde liegen, ja, die werden von den Betreuerbanken irgendwann mal liquidiert und abzüglich Gebühren kriegt der Anleger dann den Erlös irgendwann mal ausbezahlt. Ich sage ganz bewusst irgendwann mal, weil im Moment dürfen ja Ausländer aus unfreundlichen Staaten in Moskau keine Aktien verkaufen und die Bank of New York Mellon und die anderen Betreuer, das sind Ausländer aus unfreundlichen Staaten, genauso wie wir. Das heißt, ob aus der Liquidation irgendwann mal was kommt und wann und wie viel, das kann zurzeit eben keiner sagen. Am Anfang, als die ADRs ausgesetzt worden sind, da haben viele noch gesagt, ach Gott, ich gehe einfach zu einem Broker, mit dem man in Moskau handeln kann und dann verkaufe ich die da direkt. Aber das ging natürlich nicht, weil erstens in Moskau werden keine ADRs gehandelt. Zweitens darf man da als Ausländer ja nichts verkaufen und drittens ist der Handel in Moskau dann ja hier sowieso auch gar nicht mehr angeboten worden von den Brokern. Und als ich das Video gemacht habe, da ist gerade bekannt gegeben worden oder bekannt worden, dass eben die Bank of New York Mellon zum Beispiel diesen Umtausch anbietet in Originalaktien. Und da sind dann kurz danach auch einige Artikel erschienen und Videos hier auf YouTube und da hieß es dann, ja, ist doch alles wunderbar, da muss man jetzt zwei Formulare ausfüllen und dann läuft das Ganze eben. Aber Problem ist, man muss ein Depot angeben, wo die russischen Originalaktien dann eben auch verwahrt werden können. Und das ist das Problem damals wie heute. Wenn man nicht schon immer so ein russisches Depot gehabt hat, dann kriegt man heute auch keins mehr. Und das zweite Problem, das Ganze läuft natürlich über die Broker und über die Direktbanken hier, wo man dann eben Kunde ist. Und da war es damals völlig unmöglich rauszukriegen, ob die diesen Sachverhalt kennen und ob die das auch umsetzen können. Und wenn man da dann nachgefragt hat diesbezüglich, ich habe es schon mal gesagt damals, die hätten sie ja genauso auch was zum 4. Konzil von Konstantinopel fragen können. Die wussten damals rein gar nichts. Ein Zuschauer hat berichtet, wie ihn sein Bankberater regelrecht aus der Bank rauskomplimentiert hat, weil er mit dem Thema angekommen ist. Und ein anderer hat berichtet, seine Depotbank hat ihm mitgeteilt, sie könnten dazu keine Angaben machen, sie hätten ihm aber für seine ADRs eine Wertlosausbuchung angeboten zum Preis von 19 Euro. Das ist natürlich schon fast bösartig.
Also überall heillose Verwirrung und das hat sich aber geändert die letzten Wochen und das ist mit Sicherheit auch Ihnen zu verdanken. Ich habe ja in meinem Video damals auch aufgerufen dazu, gehen Sie auf die Barrikaden, nerven Sie da auch mal Ihre Bankbetreuer. Und ich will hier nochmal betonen, die Broker und die Banken, die sind jetzt natürlich nicht schuld dran, dass wir die Situation haben gerade. Aber sie müssen einem eben wenigstens sagen können, ob sie das jetzt eben durchführen können für sie oder nicht. Und das Ganze hat eben was gebracht, auch bei der einen Bank mehr, bei der anderen weniger. Und ich habe sie aber hier ja auch außerdem darum gebeten, dass sie ihre Erfahrungen vielleicht hier auch mitteilen. Und das Gleiche hat auch mein Kollege Sebastian Hell gemacht, der sich mit dem Thema ja auch viel beschäftigt hat und der hier auch letzte Woche dazu ein hervorragendes Video gemacht hat. Viele von Ihnen haben ihre Erkenntnisse mit der ganzen Sache geteilt und das war jetzt nicht nur wertvoll für die anderen Zuschauer, sondern es war eben auch für uns sehr wertvoll, weil ich selber zum Beispiel, ich habe keine russischen ADRs mehr und auf die Art und Weise haben wir aber eben auch sehen können, was da gerade alles passiert und was sich tut und was gegebenenfalls auch funktionieren könnte. Dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie dafür dann auch noch mal Lebenszeit geopfert haben. Und da kann ich wirklich nur sagen, weiter so. Aber wie gesagt, also es hat sich was getan inzwischen, was die Broker da leisten. Das ist jetzt immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Aber sie haben sich eben wenigstens beschäftigt damit, mit dieser Umtauschmöglichkeit. Ein paar haben auch an Lösungsversuchen gearbeitet, also Trade Republic zum Beispiel und auch ein paar andere, die haben ein Modell vorgestellt, dass die ADRs bei Clearstream USA eingelagert werden sollen und dann würden sie auf ein Sammelkonto kommen, die Aktien, die umgewandelten bei der Citigroup Moskau. Da berichtet der Sebastian noch ausführlicher darüber. Und es gibt aber auch noch andere Geschichten. Also Gazprom Bank zum Beispiel, die hat ja auch speziell für die Gazprom ADRs oder die Verwahrung dann der Originalaktien hier auch angeboten nach dem Umtausch. Ich kenne das alles nicht im Detail. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Gazprom Bank in Europa, die ist nicht bekannt dafür, dass sie eine Kleinkundenbank ist, sondern die will Großkunden, die will Geschäftskunden und die langen da natürlich auch entsprechend hin bei den Gebühren. Und zumindest theoretisch kann es eben auch sein, dass auch die Gazprom Bank irgendwann mal unter westliche Sanktionen fällt. Und überhaupt das Thema Banken in Russland, da wird auch viel darüber gesprochen und diskutiert. Also man müsse da eben vor Ort vorstellig werden bei russischen Banken, dann könne man da auch ein Depot eröffnen. Und das ist aber natürlich auch ein großer Aufwand mit ungewissem Ausgang. Und man muss die Aktien ja auch mal erstmal dahin kriegen. Dazu komme ich nachher noch. Und aber auch Dinge so in die Richtung, ich übertrage die jetzt meinem russischen Schwager und der kann sie dann verkaufen. Ich will nicht behaupten, dass das nicht funktioniert oder auch nicht, dass das nicht schon funktioniert hätte. Nur rein rechtlich ist es tatsächlich so, wenn die ADRs nach dem 27. April den Besitzer wechseln, dann verliert der neue Besitzer automatisch sein Stimmrecht, die Dividendenberechtigung und das Recht auf Originalaktien, auf Umwandlung in Originalaktien, hat die russische Regierung so festgelegt. Und 27. April ist natürlich schon lang vorbei. Es gibt Sonderfälle, Sberbank zum Beispiel, da ist die Umtauschfrist sowieso schon abgelaufen, ist aber anscheinend auch völlig egal, weil da scheint überhaupt gar nichts zu funktionieren. Wahrscheinlich, weil die Sberbank auch voll belegt worden ist mit westlichen Sanktionen. Dann Nornickel oder Norilsk Nickel, wie sie auch heißen, die haben beantragt bei der russischen Regierung, dass sie ihre ADRs erstmal schon noch behalten dürfen und es wurde genehmigt. Also warum auch immer. Genauso der Gaskonzern Novatek, der Supermarktbetreiber Magnit, die haben auch Aufschub bekommen für die ADR-Programme. Und die gibt es jetzt eben mindestens noch bis April 2023. Sie sind deswegen trotzdem nicht handelbar hier. Aber dadurch haben die Aktionäre bei denen schon einen gewissen Aufschub jetzt.
Und das Gleiche gilt übrigens auch für Surgutneftegaz, den Ölkonzern. Da gab es ja immer die Verschwörungstheorie, dass Surgutneftegaz in Wahrheit kontrolliert wird von Wladimir Putin über Strohmänner. Siehe auch mein Video vom April 2020. Wahrscheinlich hat Putin da noch so viele ADRs von denen auf seinen Auslandsdepots, die er jetzt nicht behandeln kann. Darum vielleicht ja auch der Aufschub, also man weiß es nicht. Und andere Sonderfälle gibt es aber auch noch. Also es gibt ja auch noch russische Unternehmen oder Unternehmen mit Geschäft in Russland, die ihren Sitz aber im Westen haben, wo die Aktien zum Teil ja sogar noch handelbar sind, auch hier. Also ich habe hier zum Beispiel auf dem Kanal ja besprochen Polymetal, Petropavlovsk, also zwei Goldproduzenten, wo die Lage aber sehr, sehr unterschiedlich ist im Übrigen. Dann VION, früher Wimpelcom, ein Mobilfunkkonzern aus Russland und aus der Ukraine. Und Rusal, ein Aluminiumkonzern, wo die Aktie noch handelbar ist in Hongkong. Und diese Aktien, klar, das ist hochspekulativ, ist gar keine Frage, aber ich habe die Aktien eben hier auch schon behandelt und darum kriegen Sie zu den Aktien morgen auch einen Zukunftsmärkte-Report als Update sozusagen. Was ist bei denen passiert die letzten Monate? Wie ist da die Lage? Wie sind da jetzt die Aussichten bei Polymetal, bei Petropavlovsk, bei Vion und bei Rusal? Und die Reports von uns sind gratis, die kann jeder lesen. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen ist, Sie müssen sich einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Es sind also Lösungen diskutiert worden und entwickelt worden und ich war eigentlich die letzten Wochen wieder relativ optimistisch, dass es vielleicht ja doch klappen könnte alles. Nur bei all den Ideen und Vorschlägen, irgendwie haben immer die Erfolgsmeldungen gefehlt, sodass irgendwann mal jemand gesagt hätte, ja, so machen wir es und so geht es auch. Und dann aber jetzt natürlich noch die endgültige Hiobsbotschaft, das sechste Sanktionspaket. Und es sind dann eben auch die Meldungen von Clearstream gekommen, was spätestens jetzt alles definitiv nicht mehr geht. Clearstream, das ist unsere zentrale Verwahrstelle, wo alle Wertpapiere von uns hinterlegt sind. Und die beziehen sich hier konkret auf die Umwandlungsprogramme für russische ADRs. Und sie erklären da, die russische Verwahrstelle, die NSD, die sei jetzt eben auch mit Sanktionen belegt. Und darum seien jetzt sämtliche Transaktionen und Änderungen bei uns mit diesen ADRs gesperrt. Es geht da also anscheinend gar nichts mehr. Ich bin kein Fachmann, aber so wie ich das verstehe, ist es so, Sie können ab jetzt also noch nicht mal die ADRs in Deutschland auf ein anderes eigenes Depot verschieben, geschweige denn, dass Sie diesen Umtausch noch beantragen könnten, weil daraus ja irgendwann mal eine Situation entstehen könnte, in der von hier an die russische Verwahrstelle Gebühren fließen könnten. Und das ist natürlich jetzt ein Schlag in die Magengrube und dass jetzt überhaupt nichts mehr geht oder gehen soll, das wird wahrscheinlich von den Brokern und von den ADR-Betreuern in den nächsten Tagen vermute ich mal auch bestätigt werden. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber trotzdem. Hier ist noch ein Beitrag vom Mittwoch aus der russischen Zeitung Kommersant. Ist eingedeutscht hier von Google, ist veröffentlicht worden oder ich habe es gefunden in einem Forum zur Gazprom-Aktie auf Börsennews. Die russische Notenbank, nachdem sie gemerkt hat, dass durch das Sanktionspaket diese Umwandlung der ADRs jetzt eigentlich ja völlig unmöglich ist, die bereitet jetzt angeblich ein Verfahren vor, bei dem diese Umwandlung dann doch möglich werden soll, noch ohne dass man dafür auf ausländische, sprich westliche Infrastruktur zurückgreifen muss. Und dadurch wird es jetzt vielleicht doch noch mal spannend. Details sind noch keine bekannt. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Aber wenn das so kommt, dann wären wir wirklich in der bizarren Situation, in der die russische Notenbank die Besitzansprüche der westlichen Anleger verteidigen würde, sozusagen gegen die westliche Sanktionssystematik.
Uns wäre auch vieles wieder offen, dann natürlich, und ich werde das hier auch weiter verfolgen, gar keine Frage. Vielleicht wollen Sie das ja auch. Da muss ich natürlich jetzt nicht betonen, dass Sie ja die Möglichkeit haben, diesen meinen Kanal auch zu abonnieren, dabei dann auch die Glocke drücken, weil dann sehen Sie auch und werden benachrichtigt, wenn entsprechende Videos da sind zu dem Thema und zu anderem Thema. Das hier hat ein Zuschauer geschrieben unter das letzte Video. Ich möchte meine Gazprom ADRs bitte in Gas umwandeln. Das kommt unproblematisch. Zumindest war es damals noch so und wer will es ihm auch verdenken bei diesem ganzen Ärger. Meine persönliche Meinung ist, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht natürlich, weil die Lage ja komplex ist und weil morgen ja auch schon wieder alles anders aussehen kann. Aber ich habe den Eindruck, dieser ganze Aufwand und die ganzen Versuche mit Schweiz, mit Gazprom Bank und mit dem russischen Schwager und so weiter, im Moment lohnt sich das alles nicht. Wahrscheinlich ist sowieso alles gesperrt, aber mal davon abgesehen, also in den ganzen Foren und in den Beiträgen und in den Videos, wo natürlich schon vieles gut dargestellt worden ist, aber irgendwie ist auch der Eindruck entstanden, man müsse die ADRs jetzt zwingend umtauschen, sonst sei das Geld irgendwie weg. Aber wenn man sie nicht umtauscht, daran sei nochmal erinnert, dann werden die ADR-Betreuer ja versuchen, dass sie die verwertet. Zurzeit können sie es nicht, aber Sie und ich, wir können es ja auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann mal verwerten können, die ist meines Erachtens genauso hoch oder so gering, wie dass wir es selber können. Also falls jemand natürlich einen Weg kennen sollte, mit dem man das jetzt selber durchziehen kann, mit dem man sie selber wirklich verwerten kann, bitte gern hier reinschreiben. Die anderen Zuschauer sind auch sehr dankbar dafür. Aber ich denke, bis auf Weiteres sollte man da auf JP Morgan hoffen oder die Bank of New York oder wie auch immer. Das ist auch nicht ohne Risiko natürlich, aber es ist wahrscheinlich im Moment trotzdem das Beste. Was lernen wir daraus? Dass eine Wertlosbuchung bei Consors 19 Euro kostet, das auch. Ansonsten, klar, man hat wieder mal gesehen, man muss breit streuen als Anleger. Man sollte darauf achten, dass man in einzelnen riskanteren Märkten jetzt vielleicht eben nicht zu stark investiert ist. Aber darüber hinaus, so viel kann man wahrscheinlich gar nicht daraus lernen aus dem allen, was da passiert ist. Es ist hart, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Extremfall. Also sowas passiert jetzt auch nicht ständig. Und investieren heißt natürlich immer, dass man Risiken auf sich nimmt. Aber nicht investieren ist eben auch keine Lösung. Dass es so weit kommt, ich hätte es wirklich auch nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen nochmal. Und wenn ich mal meine eigenen Videos anschaue von damals, aus dem Vorfeld noch von diesem russischen Angriff auf die Ukraine, da dreht sich mir schon auch der Magen um. Es ist so, weil ich es mir auch nicht vorstellen konnte, dass es so weit kommt und weil ich es ja auch für so wenig zielführend und für so irrational gehalten habe. Aber klar, wenn immer nur das passieren würde auf der Welt, was rational ist, dann wäre die Welt auch ganz anders wohl, als sie ist. Behalten wir das Thema weiter im Auge. Mehr können wir wahrscheinlich gar nicht machen. Denken Sie auch noch daran, dass Sie sich eintragen für unseren Report zu den noch handelbaren russischen Aktien. Der geht morgen raus. Also falls Sie das interessiert, www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.